Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Entschuldigung. Ja, in der letzten Folge haben wir hier auf Datumir noch ein bisschen aufgeräumt, haben gegen diesen Riesenvogel gekämpft. Keine Ahnung, wie das Ding nochmal hieß. Gogara, irgendwie sowas. Und ja, ich habe noch nicht die 100% hier in diesem Gebiet erreicht. Und ja, ich habe da hinten was gefunden. Da hinten ist irgendwas. Aber wie komme ich da hin? Das ist jetzt die Frage, ne? Auf dieser Plattform da muss ich irgendwie hin. Das sind wahrscheinlich die letzten 5%, die mir noch fehlen. Nur wie komme ich da hin? Hi. Na. Okay, du bist eine stärkere Version. Na. Bring mich jetzt hier nicht aus dem Konzept, Kollege. So. Na, irgendwo da hoch. Oh nee. Da ist das Ding, da ist das Ding. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Und ganz ehrlich, wie komme ich da hoch? Ich habe ihn schon angekratzt einmal. Hör auf damit, bitte. Ich habe den nicht getroffen, ehrlich. Ich habe so weit von getroffen mit diesem Angriff. So. Komme ich da hin? Muss wahrscheinlich da hoch wieder, ne? Zum Speicherpunkt. Hey. Kann nicht richtig sein. Ja, warte mal. Einigen Stein kann man jetzt hier hochklettern. Ich weiß jetzt nur nicht, wo das schon wieder ist. Boah. Da. So, ich weiß jedenfalls, wo wir hin müssen, aber wie man da hinkommt, das ist jetzt wieder die Frage, ne? Hätte ich auch schon offscreen eigentlich suchen können, aber ja, finden hat hier noch schnell raus, wird ja wohl nicht so lange dauern, ne? So, muss wieder hier hoch, habe ich so Gefühl, ne? Ja, hier kommen wir hier hin, glaube ich. So. Ich glaube, ich finde den Ort jetzt gleich wieder. Das ist kurz davor, wo man irgendwie hier in den Sumpf da reinkommt. So. Jetzt aber hier da oder nämlich da dran halten, jawohl. Okay, oh. Gut, das waren die letzten Prozent. Gut, sind wir hier auffällig, dann können wir jetzt weiter. Ihre Magie gab ihnen Kraft. So, wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir ja, hier oben, ne? So, jetzt haben wir hier alles erkundet. Damals erkundet. Damals erkundet. So, wir können jetzt hier raus. Gut. Und ich muss jetzt da oben hin. Gut. Komme ich da hin? Hey, komm schon. Ach, komm schon. Ja, erstmal. Hier ist falsche Dinge hier drücken. Mal schauen, diesen Sprung habe ich nicht geschafft, ehrlich. So. So, warte mal, hier war das. So, jetzt müssen wir uns. Ich habe nur noch 5 Heilungsdinger, aber was soll's? Ich schaff das, ich bin Pro. Und ich renne jetzt einfach erstmal durch. Ich fühl mich so, als wäre dieser Ort hier nicht so sicher. Hallo?
Nein. Hallo, wo kommt man denn hier weiter? Ja, wir sind jetzt beschäftigt mit dem Viech. Ey. Das ist ja voll die unfaire Ecke hier. Und diese Schützen da oben, ne? Na, der ist, glaube ich. So. Aber vor allem, wenn ich, oh Gott, wenn ich dir einmal irgendwie angreife, ne? Dann bist du nicht. Dann wissen die irgendwie nicht mehr, irgendwie mich anzugreifen. Na gut, sie einen an. So, nun. Der Facepalm erstmal da in der Luft. Ja, nun. Da. Ja, die ganzen Schützen, die bleiben ja immer am Leben, habe ich so ein Gefühl. Weil ich einfach nicht irgendwie schaffe, die zu erledigen. Hi. Dein Schicksal besiegt. So, mein Gott. Hier ist noch nicht mal was. Komm schon. Bin den ganzen Weg hochgelaufen, ne? Ne? Na, solange hat 200% irgendwie. Ne, gibt es nur Sachen zum Erkunden, alles klar. Okay, kann ja auch natürlich Echo-Dinger sein, ne? Die zählen ja anscheinend nicht auf die 100%. Und sonst hätte ich vorhin den Kartenabschnitt nicht schon 100% gehabt, bevor ich das Dingen eingesammelt hätte. Ne? Macht Sinn, oder? Da ist auch noch was. Kann man da hin? Oh, die gehen gar nicht runter. Gut. Ne, warte, die waren vorher, glaube ich, schon. So, ne? Ich habe die gegriffen, genau. Okay. So. Die Brücke zu ihrem Dorf. Wir haben Dorf. Mit unserer Rückkehr. Trotzdem, es muss auch unauffälliger gehen. Ich glaube, die sind sich schon im Klaren, dass wir hier sind. Ich glaube nicht, dass wir uns noch mal irgendwie an die heranschleichen können. Aber okay, Kerl, du bist ja der Krüger von uns, ne? Du machst das schon. Mach du dein Ding und ich kontrolliere dich, während du dein Ding machst. Da. 100%, gut. Ich gehe da rein, direkt 100%, so muss das. Hm. Ich wusste hiervon nichts, als ich die Brücke runtergezogen habe. Ich wollte nur sehen, was passiert. Wie bei dem Cut auf Kashyyyk. Wat? So, 50% erkundet. Wat? Okay, dann ist das nicht so ein großes Gebiet. Geh mal rein, BD. Mach mal auf. Du musst es einfach wissen. Ne? Du kannst es nicht stehen lassen, ne? Neues Poncho-Material. Boom. Ponchos bis zum Abwinken. Hätte es wirklich so sehr wehgetan, so eine Jedi-Kutte vielleicht da reinzupacken. So eine einzige. Ich glaube ja, ne? Wenn wir schon keine Micro-Transactions hier reinpacken, dann wenigstens billige Klamotten. So, das ist jetzt weiter Truhe schon. Ich wusste, dass du da reinspringst. Bald müssten wir ja die ganze Kollektion hier haben, ne? Drovid. So. 100% erkundet. Gut, so muss das. Warum gibt es dieses Gebiet dann überhaupt? Okay. Nö. Also, wir kommen irgendwann in so eine Arena oder so raus, ne? Wir müssen um unser Leben kämpfen.
Ach komm schon. Ey. Ach. Okay. Hm? Also. Okay. Warum kann man extra das noch machen? Meditieren, gut. Kommt gerade recht. 2 Punkte. Will ich ballern? Wahrscheinlich. Mal gucken. Gibt's denn hier nur so Schönes? Okay, hältst du verlangsamen, kann kein All ziehen sein Umfeld verlangsamen. Michael Magnet, der Gegner ruckartig in Kellers Richtung ziehen. Wann will ich das? Bitte schön. Ich will die Gegner doch aus weit weg von mir haben. Ja, mach mal das. Verlangsamen benutze ich noch relativ oft, also. Kann auch nicht schlecht werden. So, jetzt haben wir noch 2, 5, 7, 9. Ich muss noch 9 Level haben, dann kann ich mir alles holen. Ich werde mir wahrscheinlich auch alles holen vor Ende des Spiels. Nicht weil ich es brauche, sondern weil ich es haben will. Die meisten Sachen, die ich habe, benutze ich sowieso nicht. Also, weil ich muss es haben, muss ja 100% hier sein. Hallo, da ist jemand. Oh Gott. Ihr oh mein Gott. Bitte, ich brauche Hilfe. Ich überlege gerade, soll ich speichern oder au. Ihre Schütze, ich sehe die nicht. Jetzt schießt sie einem ab und jetzt wissen die nicht mehr weiter wahrscheinlich, ne? Pass auf. Ja. Schieß. Na. No. Ah, oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Jetzt bitte. Hey. Was? Der schießt doch. Boah, ey, boah. Ah, machen wir noch mal so. Ey, diese Typen, ey, ich komme mit denen nicht klar, ey. Mit ihren blöden Schüssen, ey. Dann denkst du, du bist mal gut positioniert, dann kommen sie mit ihren blöden aufgeladenen Schüssen, dann kannst du dagegen nichts machen. Was war das? Bonk. So, so, das ist nur einer, komm. No. Wenn immer, wenn ich irgendwie will, das Gegner auf mich schießen, dann machen sie das nicht, ey. Jo, schieß. Schieß. Sag mal, schießt du jetzt? Er wollte nicht schießen, ne? Hi. Oh. Wenn die Leute nicht machen, ne? Es geht dann schon wieder los. Ey. Oh, da war so ein Überraschungsangriff, ne? Du bist einfach durchgegangen. Das glaube ich echt nicht. Hier durch. Lass mich hier durch. Dann bist du. So, irgendeiner schießt schon wieder. Oh, der Treppe. Hi. Nein, durch nicht. Oh mein Gott, echt. Bitte. Boom. Oh, ehrlich? Du kannst unsere Stärke nicht überwinden.
Los, treff mich. Oh, der lebt noch, das gibt's nicht. So, da war so ein böses Viech. Oh, ehrlich. Das macht schon Bock, so mehrere Gegner auf einmal wegzuklatschen, ne? Wenn man es hinkriegt. Da, hier war noch einer am Schießen. Wo? Du. Boom, so. Okay. Da war viel einfacher in Jedi Power Battle. Da gab es genau die gleiche Mechanik, was im richtigen Moment abgewehrt und hast die Blasterschüsse zurückgeworfen. Aber viel einfacher. Und Jedi Power Battle war auch ein sehr nicht schwieriges, aber weiß ich nicht, das hatte einige Momente, also Level waren ganz schön knifflig, also Sprungpassagen. Du hast irgendwie nie Distanz zurückgelegt, wenn du gesprungen hast. Du hast in eine Richtung gedrückt, bis ungefähr bis irgendwie so weit nur gesprungen irgendwie. Oh, ich habe mich gar nicht gesehen. Oh. Da muss ich da hoch? Nee, da komme ich nicht hoch. Oder komme ich da hoch? Da ist auf jeden Fall was. Ich komme da jetzt nicht hoch. Sieht voll so aus, als könnte ich da hoch. Einmal dagegen geklatscht. Da ist doch. Da ist doch was zum Erkunden. Oh, ehrlich. Bin auch schon. Ey, das. Da kommt man doch voll hin, ey. Da bin ich jetzt ganz gut. Dabei. So, ja. Cheaten wir mal wieder. Ach, komm schon. Da kommst du doch locker hin. Hey. Was ist denn da oben überhaupt? Das ist so eine Erinnerungsding, ne? Da muss man wahrscheinlich darunter fallen irgendwie, ne? Ja. Gott. Nehmen nicht. Aber muss ich mit dem Ding machen? Muss ich denn mit dem Ding jetzt machen? Ja. Oder runter, oder? Das soll überhaupt sein, Käfig, ne? Oh, ich sehe schon. Hm. Oh, die Tür, der geht dann. Die geht da unten zu. Sagt mir, hat die niemand. Ich hoffe, man kann da irgendwie so runterfallen oder so von irgendwo reinzukommen, weil sonst plane ich wieder, mich da hoch zu schießen. Oh Gott, den hätte ich voll kaputt hauen können. Ein Fremder. Ich habe schon Schlimmeres angesteckt. Ich brauche es halt. Viel besser, BD. Weil wenn Gegner verlangsamt sind und die angreifen, dann sind sie ja wieder entlangsamt, ne? Ich hatte irgendwie das Gefühl, der hat mich geschlagen und dann wurde er wieder entlangsamt. Was ist das denn für ein Kack? So, eine Mantis-Lackierung fehlt noch. Ich nehme an, so ein paar Ponchos nur noch, ne? Ponchos, Ponchos, die baue ich, die Ponchos. Ich kann übrigens wieder nicht zurück, merke ich gerade. Etwas geschlossen.
Die Tür ist verschlossen. So. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ja. So, du komm her. Boom. No, schon wieder. Als wären die irgendwie voll irgendwie, wüssten die nicht mehr weiter. Was? Der hat meinen Schuss abgeblockt. Was mache ich denn jetzt? Das ist ja rückblickend eigentlich clever, ne? Schau mal vor, schießt einen und der schießt halt Teil wieder zurück, ey. Würde ich auch nicht mal auf den drauf schießen, ne? Muss schon sagen, wird aber irgendwas sein. Ein Schiff ist in den Sümpfen abgestürzt. Sei vorsichtig. Ich spüre große Gefahr. Hast du das Gefühl, dieser Wanderer-Typ, ne? Ich sehe dich da unten. Wo bist du denn? Will dich auch sehen. Ich habe so ein Gefühl, dieser Wanderer-Typ ist irgendwie ein Jedi oder so. Weiß ich nicht. Oder das ist irgendwie der Typ, der in ganzen Dingen hier vorkommt, hier. Diesen Wahrnehmungen. Muss ich erstmal finden, Kollege, okay? Ich will ja schon zu denen kommen, keine Sorge. Muss ich nur halt das finden. Oh. Hallo. Und hier komme ich wieder raus. Okay, gut zu wissen. Also hier hätten sie mal eine Abkürzung gepackt können, Kollegen. Ich muss mich auch echt über alles beschweren, ne? Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Hallo. Und hier kam ich, ne? Du da. Wo geht's denn hier raus, Mann? Oh, jetzt ist er tot. Ich wollte ihn doch nur nach dem Weg fragen. Passiert mir jedes Mal. Nach da, boah. Nee, da, boah. Da muss doch auch irgendwie was sein, komm. Da, boah. Ja. Was hätte ich im Sprung verpasst, dann wäre ich wieder unten gelandet. So, ich hoffe wirklich, ich komme noch zu diesem einen Ort hier, den ich gerade gesehen habe. Für mich natürlich irgendwie so ein Fallout-Gebiet hier erkunden, irgendwie. Weiß ich nicht. So, Abkürzung. Du da, kann ich dich irgendwie da runterschmeißen? Wie so typische Raider-Basis irgendwie aus, habe ich so ein Gefühl. So, warte mal. Warte, da ist der Teil. Ich habe es nicht vergessen. Ich muss einfach von da. Jetzt bin ich genau. Ich weiß jetzt genau, wo ich bin. Jetzt voll den Überblick. So, aber erst einmal hier runter. Ich weiß, ich beschwere mich die ganze Zeit und habe so einen bitteren Ton die ganze Zeit drauf, aber mir macht das Spiel schon Spaß. Also dann muss er sterben. Ich bin nicht so ein, weiß nicht, so Story-Spieltyp, was irgendwie komisch klingt, weil ich irgendwie die meiste Zeit nur Rollenspiele auf diesem Kanal spiele. Aber was ich meine, ist so Spiele, weiß nicht, wo die Story um einen herum ist, sag ich. Ich weiß nicht, wie ich da erklären soll. So Spiele wie diese, ja, wie Uncharted oder so. Das Gameplay ist natürlich nice und all sowas, aber
letzten Endes ist es irgendwie mehr so die Atmosphäre und was um einen herum passiert, mehr was irgendwie der Reiz an diesen Spielen ist. Und ja, wie gesagt, so ein Spiel, du nur einmal spielst, dann hast du alles gesehen und dann ist auch vorbei und da hat jemand auf mich geschossen. Oh, da ist noch was. Nein. Gut. 100% weiter. Habe ich total vergessen, hier vorbeizuschauen bei dem Typen. Ey. Wie unhöflich von mir. Zum Glück habe ich mein Lichtschwert durch den seinen Magen geballert. Wenn ihr einfach euch nur unterhalten wollt und dann aus Versehen jemand abschlachtet, ne? Boah. Ja, so peinlich, wenn sowas passiert, ne? Gut, weiter. Unser alles wurde erkundet Streak geht weiter. Jetzt schon eine Weile her, seit wir einen Ort nicht abgeschlossen haben. Die Orte am Anfang, die müssen wir noch. Das war hier am. Ich glaube, da sind wir irgendwo runtergefallen, keine Ahnung. Wenn man darüber nachdenkt, dass wir hier nur unten sind, weil wir da runtergefallen sind, ne? Müssen ja eigentlich vollkommen anders sehen. Wir arbeiten uns ja eigentlich nur noch hier wieder nach oben hin. Eigentlich voll Zeitverschwendung, was wir hier machen. Ich will doch eigentlich nur nach oben hin zu. Was war da eigentlich, ein Tempel? Ja, ne? Gefunden? Nee. Oder allerdings abgelenkt. Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Datumir zermürbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Irre. Also, ja. Verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Nimm die Spur wieder auf. Hört sich an, als kämst du zurecht. Ist ja wirklich so schwachsinnig, dass der vielleicht jemanden da draußen gesehen hat, der euch angreifen will. Ich würde das jetzt nicht so ignorieren. Muss ich mal einladen. Ich meine, das Ding ist ganz schön auffällig da geparkt, ne? Könnte vielleicht ja mal jemand auf die Idee kommen, euch zu nähern und das Ding irgendwie anzugreifen, ne? Aber nein, der Typ ist einfach nur verrückt. So, oh, ich weiß, wo wir sind. Vielleicht, glaube ich. Cool. Vielleicht ein bisschen helfen. So, das war eigentlich wieder irgendwie nur so ein Filler, ne? Nicht so cool. Ey, damit kannst du die Leute ja voll einfach töten. Ne? Komm mal her! Wenn das richtig abtimes. Ja, damit kannst du ja jeden töten. So, wenn wir schon mal hier sind, ne? Aber ich glaube, ich habe hier schon alles, ne? Ja. 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 Gerade jetzt weg gewesen. Was? So, mir fehlen ein Geheimnis und vier Truhen noch. Merke ich gerade. So, wir gehen jetzt nochmal hier kurz überall durch. Na, ist erkundet. Da ist noch nicht. Wo kommt man denn da nochmal hin? Konnte man von da oben irgendwie dahin? Ja, da bin ich so runtergefallen, ne? Boah, wie kommt man jetzt da schon wieder hin? Ey. Muss ich doch noch mal hier durch den ganzen Planeten rennen? Oder warte mal, ist da nicht der Aufzug gewesen? Geht er so runter oder so? Ich weiß es nicht. Nee. Nee. Also wir müssen irgendwann noch mal hier runter gehen. Ich muss dann ja wieder runterrutschen. Wie habe ich denn das schon wieder verpasst, ey? Egal, schneide ich irgendwann so rein. Lass mal ja fertig werden, habe ich so Gefühl. Ich gehe ja falsch. Ey. Alles nicht passiert, wenn man sich hier durch die Speicherpunkte hin teleportieren kann. Oh Gott. Gut. Schneide ich dann irgendwann mal so rein, diese 1%, die mir noch fehlen. Ich doch schon sehen will, wie es hier weitergeht. Hi, tschüss.
Der trifft mich auch. Das gibt's nicht. Dieser Elende. Wo ist denn der alte Mann? Haben die Brüder der Nacht ihn geholt? Ah, der muss noch respawnen. War doch vorhin auch schon so. Da, wo ist dieser Pisser, der den Stein auf mich geworfen hat? Brüder, ein Fremder. Na, jetzt sind die wieder alles respawnt. Brüder, kämpft an meiner Seite. Okay, da ist. Eindringling ist geschwächt. Hey, einfach. Einfach geschubst und dann weg waren sie. Und da ist die Rutsche. Ja, super. Alles klar. Die letzten vier Truhen. Grab, nicht Tempel, genau. War Tempel gesagt, ne? Das sieht irgendwie aus, als würde am Boss warten. Guck ich das mal einer an. Ich wusste es. Ich bin so gut in diesem Spiel. Aber ich weiß, ob jemand. Ich habe nicht gedrückt gehalten. Hallo? Das ist einfach nur eine aufgelevelte Version von diesen Viechern. Au. Okay, genau ab. Ich finde diese Viecher voll blöd, ey. So betrunken, dann gehen die auf einen los, ey. Das ist der Tor. Nein, wo bin ich? Boah. Hilfst du mir mal, BD? Hallo, ich muss mich. Boah. Ey, was ist das denn? Hallo? Würdest du mir bitte helfen? Hallo? Boah. Kann ich mal. Würdest du mir einen Stimm zuwerfen? Warte jetzt? Jetzt bin ich hier gefangen, oder was? Hey, was hat denn jetzt hier für ein. Oh, so was muss jetzt echt nicht sein. Ey. Hey, BD, hier drin. Stell ich mal vor, ich hätte mich nicht was heilen können das, dazwischen, denn dann wäre ich irgendwann verreckt. Mir bedrohen. Schwertkämpfer. Das weiß ich jetzt feiern. Da bleibt es auch mir bedrohen. Ich glaube, ich erst. Ja, danke. Sieht schon wieder richtig hier aus. Na klar, ich kann diese Giftbrühe einfach abwehren. Hallo? Ah, ich, ah, diese Viecher, warum machen die so viel Schaden? Oh nee. Also ballern die wieder nicht auf mich. Das gibt's nicht. Ah ja, genau, danke. Ja, da voll unfair. Oh, oh mein Gott, echt. Was mache ich hier? Ja. Noch am Leben, alles klar. Wo kommst du denn her? Hallo? Verpiss dich. Unfair, ey. Schieß auf mich. Oh. Schieß auf mich. Oh. Wo bist du? Oh ja.
Ja. Was sind das denn die für Voraussetzungen, unter denen ich kämpfen muss? Ey. Vor allem, ich dachte, ich muss zum Grab dahin gehen, ne? Ich gehe da rechts zu diesem optionalen Bereich, wo dieses Monster auf mich wartet, und da kommt auf einmal so eine Armada von Gegnern. Hey. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Nimmt manchmal irgendwie so riesige Kurven an. So Schwierigkeitskurven. Aber egal. Ist ja bald vorbei. Nein. Ich würde es doch gerne irgendwann mal hier fertig machen, wenn ich mich auf andere Sachen nochmal konzentrieren kann. Für eine Weile. Weil irgendwann muss ja auch gut sein, ne? Ich habe schon wieder was anderes geplant. Ist auch schon am Horizont. Da muss ich noch einige Sachen fertig machen, die ich an denen schon monatelang dran bin. Wenn ich fertig gekriegt habe, wo bin ich hier? Ey, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg da hochlatschen. Na gut, ist die Gegner, die respawnen jetzt voll langsam. Nein. Aber verpiss dich. Alter! Boah, ich fange an, diesen Ort hier echt zu hassen wieder. Ey. Oh, ey, das gibt's nicht. Ach, Junge. Warum sind diese Schützen so kacke, ey? Nur weil diese starke Schüsse haben, ey. Ich versuche die ganze Zeit zu schubsen, die fliegen einfach nicht da runter. Hey, warum, ich bin da gerade durchgegangen, jetzt komme ich da nicht mal. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. So ein Spiel. Gott. So, ihr Pisser, kommt mal her. Warum könnt ihr nicht von hier aus schon auftauchen, ey? Wisst euch, das gibt's jetzt nicht, ey. Lasst nicht zu, dass er euch ausweicht. Das gibt's jetzt nicht, Leute. Boah, ey. Pisst euch. Meine Fresse, ey. Oh. Da drin muss jetzt ein Speicherpunkt sein, ey. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg jetzt immer hier hin zu machen. Irgendwann noch irgendeine Truhe oder so. Da bringen wir jetzt bitte ja nicht einen Bosskampf oder so. Ich muss wahrscheinlich gegen diese olle Schwester hier kämpfen, ne? Der war kaputt gemacht. Mir hat's gefallen. Hey, BD, hier drin. Was ist das, BD? Mensch-Lackierung, Schmuggler. Ja, aber den gibt's Falken. Rasender Falken. War halt nicht mal den sein alter Name oder so? Rasende Falke. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und. Ja, wir warten noch mal. So, hier kommt dann irgendwas, pass auf. Okay. Ein merkwürdiger Zoom. Die Spalte. Was immer das war, es ist weg. Okay. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Das ist sehr verdächtig. Jetzt kommt hier irgendwas. Pass auf.
Oh nee. Ja, irgendwo passiert jetzt hier. Was? Ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ich bedanke mich als Zuschauer und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.